Servus Leute, was geht? Ich bin's Daron und ich möchte euch wieder alle recht herzlich willkommen heißen zu einem weiteren Let's Play meinerseits. Wir haben 2 Uhr, ich bin gerade aufgestanden und bin eigentlich noch relativ müde. Aber wir haben ja Bock, heute ein Spiel zu spielen, ein Game zu zocken, deswegen wieder mit Mafia 3. So, und da sind wir auch, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei dem siebten Biertrinkern. Okay, dann machen wir hier doch mal den Startpunkt auswählen. Wählen wir hier aus. Yep. Und dann fahren wir zur Sammy's Bar. Auf geht's. Natürlich zur zweiten Folge von Mafia 3 ist natürlich klar. Jetzt hätte ich fast die Auswahl verpasst. Oh shit. So, und da sind wir auch schon rechtzeitig natürlich angekommen. Zu unserem Startpunkt. Auf jeden Fall. Dann steigen wir doch. Fahren Sie zur Sammy's Bar. Hä, bin ich doch bei. Seid ihr dumm? Ich bin doch jetzt bei Sammy's Bar. Ja. Fähig aussteigen. Steigen wir nochmal aus. Und ja. Irgendwie ist es gerade ein bisschen. Ist es irgendwie noch ein bisschen verbuggt oder so? Oder ich weiß auch nicht warum. Weil. Man ist dort. Aber es kommt nichts. Dann weiß man nicht, was man machen muss. Und auf einmal steht es dann dran. Okay, wir gehen erstmal ins Bett. Gehen wir doch mal ins Bett. Wo ist denn das Bett hier unten? Ja. Auf jeden Fall hier mal ein luxuriöses Haus hier. Muss man schon sagen. Auf jeden Fall 20 Sterne Hotel, mindestens 5. Was laber ich hier? Mindestens 5 Sterne Hotel. Also, so ein wunderbares Prachthaus habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall, jetzt stehen wir erstmal auf und dann schauen wir doch mal, was wir im Albtraum gehabt, oder? Oder schlecht geschlafen? Auf jeden Fall erstmal mit dem falschen Fuß aufgestanden. Okay, dann racen wir doch gleich mal hoch und schauen wir doch mal, was die hier für uns haben. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Ja, so ist es. Alleine zugrunde gehen, okay. Folge Vater James. Okay, dann folgen wir doch mal Vater James, mal schauen, wo der hingeht. Vater James, was machst du hier? Serviere das Gumbo. Okay. Wo ist das Gumbo? Ah, hier ist das Gumbo. Dann servieren wir, da sind wir doch ganz sozial und servieren erstmal das Gumbo. Und hier filmen wir den erstmal auf. Der freut sich, der smilet hier richtig rum. Dem Typ war natürlich auch was drauf, weil der freut sich natürlich auch, wenn er ein bisschen was zum Sneaken hat. Achso, ich muss immer Viereck drücken, dass ich dem Typen ein Gumbo servieren kann. Dann machen wir das doch, genau, hier, junge Frau, wir servieren dir auch gleich ein Gumbo. Vielleicht kriegt man dann extra Punkte oder so, wenn wir hier sozial uns engagieren. Wo gehen die eigentlich hin? So, wieder ein Gumbo. Okay, jetzt setzen sie sich hin. Sie gehen nicht gleich wieder raus und nehmen es mit nach Hause, sondern die essen es hier. So, sie auch hier ein Gumbo für sie. Aber der lässt es ja auf einer gewissen Höhe fallen. Also der hat schon Style. Also auch Mut, wenn er das hier aus einer gewissen Höhe fallen lässt. Kommt da noch eine? Ach, nö. Die will nichts. Die will nur diskutieren. Ja. Oh, jetzt kommen da. Draußen sehe ich schon Banditen. Eieiei. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ja, was seid denn ihr für Wichser? Jawohl, erstmal schön gedrückt halten, um zu springen. Jawohl, erstmal. Erstmal die saftige Kopfnuss. Jawohl, Alter. Bam, bada, bam. Zack, Alter, wieder eine Kopfnuss. Dem, zack, 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 Double Heap. Und dann die Uppercut-Schelle. Woom. Der Typ, der hat eindeutig so viel Wrestling gezogen. Aber schauen wir doch mal, was er jetzt von dem will. Okay, da haben wir erstmal ein Säckchen. Vielleicht hat er da seine Eier drin oder so. Oh, nee, er hat da irgendwelche, Sachen drin. So kriegt er hier das Säckchen. Okay, wie kann es vorbei sein? Okay, schwimme zum Dog. Oh, Dog. So, jetzt da. Finde Bakker. Carlos Bakker, oder? Nee, den schreibt man anders. So, was ist das für ein Ken... Oh, was ein Opfer. Was ein Opfer, du Pisser.
Ach so, das war ich. Ja, du Pisser, zack. Was ist denn das eigentlich für ein Kenneck, Mann? What the fuck? So, hier erstmal nachladen. Und... die funktioniert auf die Entfernung wahrscheinlich nicht so nice. Aber... jawohl. So, gehen wir erstmal hier rein. Ein Heli. Den Typen haben wir auch hier schön zerlegt. Pfeil um und gedrückt halten. Okay. Erstmal schön. Oh, der Typ, der will es in den Rücken. Der Typ, der will es in den Rücken haben. Ha, du Pisser. Wo sind sie denn? Da hinten verstecken sie sich, die solche Lurgerbeidel. Da hinten, da komm. Da, ich sehe dich doch, du Pisser. So, hier, Tag, Tag. So, der will sich gerade decken. Der will sich gerade verdecken, aber nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir. So. Oh, shit, ich brenne. Nee. Ich brenne. Hat der noch eine Waffe? Nee, hat er nicht. Ach, was seid ihr, die Verwichser? Was sind denn das, Verwichser? Von wo schießen denn die? Mann, was seid... solche Spasten. Oha, wie viel kommen denn da? Wie viel kommen denn da? Seid ihr verrückt? Die sind ja alle komplett verrückt. Und mein Aiming ist richtig krass. Aber, weil, erstmal auf die Fässer drauf. Aber jetzt habe ich fast gar keine Munition mehr. That is the problem. Da hat sich doch auch noch einer versteckt. So, wo seid ihr denn? Da oben sitzt er doch. So. Nein. Oh mein Gott. Ich hab verkackt. Du Pisser, was bist du eigentlich für ein schlechter Mensch? Bin ich jetzt tot? Boah, das ist heftig. Das ist geil. Ich gehe wieder viel zu sehr in die Offensive. Okay, da sind wir jetzt wieder an der gleichen Stelle wie vor, wo wir vor drauf gegangen sind. Der weiß noch nichts von seinem Glück. Der weiß nichts, deswegen machen wir das hier erstmal leise, dass wir hier bei keinem... Der schaut und der weiß auch noch nichts von seinem Glück. Zack, erstmal den Kick in die Fresse, weil jetzt machen wir das erstmal leiser. Aber shit, der hat uns gesehen. Der Typ hat uns gesehen, aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch. So, du Pisser. Erstmal einen richtig schönen, saftigen Shoot hier in die Fresse. Und dann nehmen wir hier uns doch erstmal ein Medikit, dass wir wieder ein bisschen Leben haben. Haben wir das schon? Ja, müssen wir schon haben. Oh, shit. Was ist denn das für ein... Oh, shit. Oh, no. Nein, Digga, ich bin wieder drauf. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Was soll denn die Rotze? Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Okay, und da sind wir jetzt auch schon wieder da genau, wo wir vor Ort waren. Ich habe hier mittlerweile gerade alle ausgeschaltet und jetzt sind wir wieder hier, wo wir am Anfang waren. Der hält natürlich wieder richtig viel aus. Und ja, automatisch Sturmgewehr. So, jetzt da sind wir endlich. Wir waren kurz zuvor und jetzt sind wir wieder schön. Was ist das für ein Kenneck? Er will mich... Hä, ich war doch gerade eben voll nah an ihm. Und jetzt auf einmal so weit weg. Oh, das ist mal wieder... Das ist doch mal wieder die Reality in Mafia 3. Also sowas Heftiges habe ich doch schon lange nicht mehr gesehen. Okay, jetzt haben wir hier erstmal den Molotov-Cocktail. Triff dich mit Alice. Okay, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sag ciao, bis die Tage. Lass vielleicht einen Daumen nach oben oder ein Auge da. Würde mich freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal.